Ja, herzlich willkommen. Wir sind das Team von World of Schoolcraft. Das sind Martin, Lukas, Kilian, Fabian, Laura, Thomas und ich, Tim. Wir haben uns damit beschäftigt, das Hausaufgaben machen für Schüler und damit den Lernerfolg in der Schule zu steigern. Somit wollen wir erreichen, dass die Schüler irgendwann bessere Noten bekommen. Die Idee hinter unserem Projekt war es, über Experience Points, die die Schüler sammeln können, über zum Beispiel Referate, das Beantworten von Fragen in einem Quiz, verschiedene Aufgaben, das Übernehmen von Diensten, wie zum Beispiel Tafel- und Ordnungsdienst, oder auch positives Verhalten, Punkte zu sammeln, diese dann als Belohnung gegen Skins für ihren persönlichen Avatar, also das Aussehen des Avatars verändern, Vorteile in der Klassenarbeit, zum Beispiel das frühere Erfahren von Klassenarbeitsfragen oder den Terminen für die Klassenarbeiten und Tests. Und es wird dann noch visualisiert über Ränge und in einem Highscore dargestellt. Wir haben eine Webseite dazu programmiert, außerdem haben wir eine Windows-Anwendung programmiert und wir haben hardwaremäßig unseren Questcube, Martin, hebt mal gerade hoch, der zeigt dann an, wenn es neue Aufgaben gibt und das macht er in verschiedenen Farben. Falsch rum. Das ist schon die richtige Seite. Ja. Du meinst so Fragezeichen falsch. Ist falsch rum. Ja. Sieht jetzt nicht wirklich gut. Ja. Und jetzt, ja. Und jetzt macht der Kilian und dann der Thomas weiter und erklärt euch die Technik dahinter noch etwas genauer. Also zur hardwaretechnischen Umsetzung. Wir haben auf Basis von einem Arduino und einem C-Sharp-Programm, was als Schnittstelle zwischen unserer Internetseite und dem Arduino gilt. Der Arduino lädt sich dann anschließend über das C-Sharp-Programm von der Internetseite den aktuellen XP-Stand und zeigt den auf dem Display an, aber das sieht man jetzt relativ schlecht durch den Beamer. Wir haben eine Webseite dazu erstellt, die man hier sehen kann. Zuerst einmal muss man sich anmelden mit seinem Username und seinem Passwort. Dann kommt man auf sein Dashboard und kann sich eine Highscore-Liste anzeigen. Also ich wäre in diesem Fall auf dem dritten Platz. Meine Errungenschaften sind einfach im Moment verschiedene Skins, mit denen man belohnt wird, wenn man Aufgaben erstellt hat. Zum Beispiel hier eine Frage beantwortet, zum Beispiel, wie heißt der größte See der Welt? Das wäre in diesem Fall das Kaspische Meer und das ist richtig. So, man kann noch später soll man auch verschiedene Angebote übernehmen können, also von anderen, zum Beispiel, dass man jemanden Nachhilfeunterricht gibt und dafür 500 Experience-Punkte bekommt. Moment. Oder zum Beispiel den Tafeldienst einfach von jemand anderem übernimmt, weil er gerade nicht kann oder keine Lust hat. Und dafür werden einem 300 Punkte abgezogen und derjenige, der das System übernimmt, bekommt diese Punkte dann. Das war unser Projekt und ich wollte allen Mentoren danken, die uns dabei geholfen haben.